Kälte. Was solltest du anziehen für draußen? Wie kannst du dich am besten gegen Kälte schützen, wenn du für dein Hobby unterwegs bist? Darüber sprechen wir in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, es wird kälter. Kälter, kälter, kälter. Die Temperaturen fallen. Trotzdem möchte man vielleicht nicht auf sein liebstes Hobby, dem Rausgehen, dem draußen Schlafen, dem Wandern etc. verzichten. Und für all das brauchen wir vernünftige Kleidung, denn im Gegensatz zu meinem kleinen süßen Hund haben wir alle kein Fell. Wir sind nicht geschützt, das heißt, wir müssen uns mit Kleidung schützen. Das heißt, wir sprechen jetzt erstmal darüber, was denn eigentlich an grundlegenden Theorien dahinter steckt. Was muss man wissen, um sich vor Kälte schützen zu können und wie setzen wir das dann in der Praxis um? Mein alter Physiklehrer hat immer gesagt, es gibt kein Kalt, es gibt nur weniger Warm. Was er damit aus seiner theoretischen Sicht meinte, ist, dass Wärme physikalisch ja nur die Bewegung der Teilchen, die hier überall in der Luft sind, bezeichnet. Das heißt, es gibt sozusagen keine komplette Nichtbewegung. Wir können höchstens messen bis zum kältesten, wenigsten warmen Punkt der Nichtbewegung. Und der müsste, lass mich nicht lügen, bei minus 287. Ich höre an dieser Stelle auf, weil sonst wird sich nur lustig gemacht über mich und mein alter Physiklehrer rollt natürlich mit den Augen. Worüber wir reden möchten, ist natürlich, dass diese Bewegung der Teilchen in unserem Körper auch stattfindet und wir wollen die in unserem Körper, an unserem Körper behalten und nicht in diese kalte Außenwelt abgeben. Wie schützen wir uns jetzt davor, dass die Bewegung die Wärme verloren geht? Wir haben eine gewisse Eigenwärme, die wollen wir am Körper behalten, am besten in Form eines kleinen Luftpolsters, eine erwärmte, eine erhitzte Luftschicht, die sich um uns herum befindet. Das tun wir natürlich am besten, indem wir Klamotten anziehen. Es gibt dafür besser und schlechter geeignete Kleidung. Die Kleidung zum Beispiel, die sehr, sehr fest ist, die keine gebauschtes Material hat etc. Die kann natürlich auch keine Luftschicht bilden. Dort bildet sich auch keine Luftschicht innerhalb des flauschigen Materials. Deshalb findet ihr den Winterpullover, den dicken von Oma, auch wenn er vielleicht manchmal ein bisschen kratzig ist, immer noch am wärmsten. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht, dass wir zu doll schwitzen, denn Wasser ist eine Art von Kühlung. Schwitzen ist das natürliche System der Natur, um uns herunterzukühlen, zum Beispiel im Sommer. Und wenn wir uns im Winter dann zu warm anziehen, beziehungsweise in Bewegung geraten, dann denkt der Körper, oh, jetzt muss ich runterkühlen und wir fangen an zu schwitzen. Dagegen kann man leider nichts machen, man kann aber Kleidung anziehen, die ein bisschen besser die Feuchtigkeit durchlässt, während sie aber gleichzeitig die Wärme speichert. Das ist im Prinzip, hört sich auch schon so an, natürlich die Quadratur des Kreises. Gleichzeitig möchten wir uns natürlich aber auch schützen gegen Wind, gegen die Nässe von außen und ähnliche Umweltphänomene, die dafür sorgen können, dass unser Körper abkühlt, was wir natürlich nicht wollen. Das heißt, wir müssen eine Art von Kleidung finden, die das alles auf einmal kann. Und das gibt es einfach nicht. Und deshalb hat man sich das sogenannte Zwiebelsystem ausgedacht. Und ich denke, davon werden die meisten von euch schon etwas gehört haben. Da gehen wir jetzt einmal durch. Nicht zu kompliziert, einfach schnell, damit ihr das nochmal in Erinnerung gerufen bekommt. Da ist mir doch glatt der Akku abgerauscht. Wir wollen in der Mitte von unseren Kleidungsschichten am liebsten etwas haben, was schön bauschig ist, wo sich eine gute, flauschige Luftschicht verbinden kann mit zum Beispiel einem Wollmaterial. Wir kennen den klassischen Wollpullover, der manchmal vielleicht ein bisschen kratzig ist und man ihn nicht direkt auf der Haut tragen möchte, der aber sehr gut dafür geeignet ist. Das heißt, wir haben den sozusagen hier drunter, wir erwärmen uns, die Wärme speichert sich in den Luftschächten, in den kleinen Zwischenräumen, die sich hier überall befinden von den Fasern. Dafür kann man natürlich, wie gesagt, ganz einfache, aufgeraute Wolle benutzen oder Vlies ist dafür auch ein sehr beliebtes Material. Ich mag lieber Naturfasern, muss ich sagen, als die künstlichen Fasern. Das liegt aber einfach an dem Geruch, der sich meiner Meinung nach auf Dauer bei nicht natürlichen Materialien entwickelt. Ich finde Vlies nicht besonders angenehm auf Dauer. Das hatte mal irgendwann Geruch. Dafür, und das muss man natürlich auch sagen, kann man diese Materialien auch deutlich leichter waschen. Obwohl man auch sagen muss, das muss man halt eben bei Naturfasern auch nicht so oft. Aber gerade wenn es um körpernahe Produkte geht, das heißt etwas, was du ganz direkt auf der Haut trägst, die erste Schicht,
die zum Abtransport ist, kann man meiner Meinung nach am besten Synthetikfasern benutzen. Außen wollen wir dann etwas, das uns schützt, etwas, das uns Schutz gibt vor den Elementen, vor Wind, vor Regen, vor Hagel etc. Das ist dann immer ein Kompromiss, da sehr druckvolle Luft und sehr druckvolles Wasser durch fast jedes Material gibt und es keine perfekte Membran gibt. Ihr kennt natürlich meistens die Gore-Tex, die Marke, die eine der besten Membranfähigkeiten hat. Das heißt, dass sie Wasser von unten durchlässt, aber von außen schützt. Aber auch das hat seine Grenzen. Auch Gore-Tex-Material ist nicht perfekt atmungsaktiv und andere Marken gibt es da ja natürlich auch. Das heißt, ihr müsst euch nicht darauf versteifen, dass es nur Gore-Tex geben würde. Das sind nur die bekanntesten, die ihr auch bei vielen Schuhen zum Beispiel seht. Am einfachsten ist es natürlich, einen Windbrecher zu haben. Ich trage hier zum Beispiel einen Lodenstoff-Mantelüberzug. Der funktioniert dafür sehr gut. Da hat man ein schönes Polster nochmal großflächig außen herum. Wenn ihr euch natürlich gegen Regen, dollen Regen schützen wollt, dann müsst ihr irgendwann auf stark gewachste oder Synthetik-Materialien hinausgehen. Bei den Naturmaterialien haben wir zum Beispiel sehr, sehr, sehr stark verdichtete Baumwolle. Die ist früher sogar zu Feuerwehrschläuchen benutzt worden. Mag man kaum glauben, aber finde ich immer einen ganz interessanten Fakt. Es gibt solche Produkte nicht mehr so häufig, weil die ein gewisses Arbeits-Know-how benötigen und natürlich dadurch einfach teuer werden. Ja, da ist die klassische Regenjacke das bessere, die bessere Wahl sozusagen. Aber wenn man eher die Naturmaterialien möchte, kann man natürlich darauf hinausgehen. Bestens eignet sich es dann dafür, natürlich zu wachsen. Das heißt, eine Schutzschicht aus Wachs außen auf die Kleidung aufzutragen. Aber auch das beeinträchtigt halt stark die Leitfähigkeit des Wassers nach außen. Das heißt, es könnte eher sein, dass ihr innen drin schwitzt. Das gleiche habt ihr natürlich, wenn ihr halt sehr gute Regenmäntel, Ponchos etc. drüber packt. Denn die sind nun mal nicht durchlässig. Ihr kennt vielleicht aus Hamburg diese ganz typischen, sehr dicken, gelben Regenjacke, die fast so Jacken, die fast so aussehen, als wären sie aus dicker Folie oder so. Die halten natürlich perfekt jeden Wind, jeden Regen etc. ab. Aber natürlich erhitzt man sich darunter auch sehr stark und man beginnt zu schwitzen. Jetzt muss man abwiegen. Es ist besser, in seinem eigenen Saft zu sein bei Wanderungen und bei allen möglichen bei draußen Aktivitäten, als es zu sein, sich einem monsunartigen Regenfall auszusetzen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit ihr bei monsunartigen Regenfällen wandern wollt, aber manchmal hat man ja keine Wahl und muss sich halt so ein Poncho oder so eine dicke Jacke überwerfen und einfach die Zähne zusammenbeißen. Meiner Empfehlung nach, meiner Erfahrung auch nach, ist es immer am besten, einen starken Regenschauer abzuwarten. Falls ihr das nicht könnt, ist es immer noch besser, eine ordentliche Schicht außen zu tragen, als dieses kalte Wasser von außen die ganze Zeit auf euch raufpeitschen zu lassen und euch so auskühlen zu lassen, weil das Wasser beim Heruntertropfen eure Wärme klaut, mitnimmt. Es gibt noch eine ganz wichtige Sache zu beachten. Ihr könnt, wenn ihr es gut meint mit den Schichten, die Funktion der mittleren Schicht zerstören. Das heißt, es kann sein, dass ihr das, weil ihr außen etwas zu Enges tragt und nicht Wallendes oder Lockeres, dass ihr hier den Pullover, den ihr vielleicht in der Mitte tragt oder was auch immer das bei euch ist, zusammendrückt und dadurch die Fähigkeit der Polsterung, der Luftspeicherung beeinträchtigt. Das wollt ihr nicht tun. Das heißt, die äußerste Schicht sollte möglichst flatterig sein, luftig sein, dass sie aber trotzdem alles abhält. Meiner Meinung nach sind da am besten immer noch mindestens knielange Ponchos, wenn es um wirklich Regen geht. Und wenn man sowas anderes hat, dann würde ich etwas empfehlen, was auch über die Hüften rüber geht. Was eine gewisse Flauschigkeit, eine gewisse Walligkeit hat, sodass ihr drunter sozusagen noch so ein bisschen, ihr könnt es wedeln, ich könnte noch einen Pullover anziehen drunter etc. Und Alvo, wenn man das jetzt alles macht, ist mir dann warm? Nee, weil draußen ist es halt kalt. Ihr müsst auch immer sagen, egal wie dick ihr euch anzieht, wenn ihr keine eigene Wärme entwickelt, dann wird euch trotzdem kalt sein. Manchmal ist das halt so, deshalb sagt man ja auch, komm in Bewegung, damit ihr warm wird. Das ist eine ganz einfache Regel. Warum sage ich das so? Manche Menschen, egal wie sie sich anziehen, egal wie dick sie sich anziehen, denen ist immer kalt.
Wir kennen den ewigen Mario Barth-Sketch mit den kalten Füßen von den Frauen. Und wenn man keine gute Durchblutung hat, dann ist das auch einfach so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn du auf einer Wanderung bist, dir schon irgendwie warm wird. Aber das sei einmal gesagt, manche Menschen können das halt nicht so gut. Ne? Wir haben das gleiche Prinzip, was ich gerade genannt habe, übrigens natürlich auch für jegliche Art von Verschließung, wo ebenfalls Wärme austreten kann. Wir haben das einmal mit dem Kopf, ne, wo man eine Mütze aufsetzen sollte, beziehungsweise dann noch eine Kapuze dazu, wenn es zu nass wird. In den meisten Fällen kennt ihr aber die klassische Wintermütze über den Kopf und vor allen Dingen über die Ohren wird sehr, sehr viel Wärme abgelassen, weil der Kopf durch die Gehirnarbeitung sehr durchblutet ist. Stärker als es bei anderen Extremitäten der Fall ist. Die Hände zum Beispiel sind so ein Fall, wo sich der Körper relativ schnell entscheidet, da keine Wärme mehr reinzupumpen, weil darüber auch relativ viel Wärme verloren geht. Auch bei den Händen zum Beispiel kann man mit einem Zwei-Schicht-System arbeiten, dass man sehr dünne, fast seidenartige Handschuhe drunter trägt und dann darüber die dicken, dicken Winterschuhe packt. Und im Prinzip gilt auch das Gleiche für Füße. Ihr habt natürlich am besten solche wasserableitenden Socken und wasserableitenden Schuhe. Das ist klar, damit ihr nicht in eurem eigenen Saft seid, weil ansonsten passiert das, was bei euch in der Wanne passiert, wenn ihr zu lange duscht, badet etc. Dann wälzt sich eure Haut auf und dann reibt die aneinander und ihr kriegt Blasen. Das ist tatsächlich der Hauptfaktor für Blasen Nummer 1. Beziehungsweise, wenn ihr sehr schlechte Schuhe habt, ist das natürlich der Hauptfaktor, weil es dann da vom Schuh aus Reibeflächen gibt. Ihr wollt aber, dass ihr warme Füße habt, ihr wollt warme Hände, ihr wollt einen warmen Kopf, damit darüber keine Wärme verloren geht. Das sind ein paar Tipps, wie ihr euch draußen vor der Kälte schützen könnt. Ich fand das immer ganz interessant, das alles herauszufinden auf Wanderungen, wie die Ausrüstung, wie die Kleidungsstücke am besten miteinander interagieren und da auch gewisse eigene Erfahrungswerte drin entstehen. Geht einfach mal raus. Die ersten paar Meter sind halt immer kalt, aber wenn man sich dann einmal überwunden hat, dann wird es besser, weil sich der Körper aufwärmt. Und wenn ihr dann auch die richtige Kleidung anhabt, dann steht einem Tag draußen nicht viel im Weg. Trotzdem müsst ihr beachten, alle Wettereinflüsse schwächen einen immer ein bisschen. Ihr seid natürlich sehr viel fertiger nach einer Wanderung, selbst wenn ihr gute Kleidung anhabt im Winter, als es im Sommer normalerweise der Fall ist. Außer wir haben eine Hitzewelle. Ich hoffe, das kleine Video hat dir ein paar Informationen gegeben oder dich zumindest unterhalten. Wenn es so war, würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal bei den Videos wieder einschaltest. Ein paar alte Videos gibt es natürlich auf diesem Kanal auch noch. Da kannst du durchklicken. Hier ist die Playlist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt zu Outdoor-Videos. Ich glaube, ich habe mittlerweile 40 Outdoor-Tipps-Videos gemacht, wo so die grundlegendsten Informationen, die man zu Trekking, draußen schlafen, wandern etc. machen kann. Von allem bis Einstellen vom Rucksack und so weiter und so fort. Und heute ein bisschen gegen Kälte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.